Hallo, ihr Höhlenmenschen da draußen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und ja, wie ihr sehen könnt, kommen jetzt die Vlogs von meiner Köln-Zeit. Ich muss gestehen, dass ich nicht so viel gefilmt habe, weil ich teilweise auch, ja, mir war das ein bisschen unangenehm vor meinen Freunden, die ich erst das erste Mal im Real Life sehe, dann da gleich alles zu vloggen und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt nicht so viel gevloggt. Was ihr jetzt am zweiten Tag sehen werdet, ist, wo wir in der Schokoladenfabrik waren in Köln und die Gamescom. Denn eigentlich waren wir am ersten Tag in Köln ja schon in der Schokoladenfabrik. Also seht ihr jetzt Gamescom und Schokoladenfabrik, ne? Also das ist ja eh nur ein kleiner Teil. Außerdem, was ich auch noch sagen wollte, ist vielen Dank für das tolle Feedback meines ersten Vlogs. Das habe ich noch geschafft im Hotel zu schneiden. Danach war ich inkonsequent und habe es einfach nicht mehr geschafft, weil ich einfach zu müde war. Es ist auch echt anstrengend, muss ich sagen. Für mich persönlich war es einer der besten Zeiten meines ganzen Lebens und werde auch nächstes Jahr wieder in Köln am Start sein. Ich hoffe, dass euch trotzdem diese kleinen Impressionen und so weiter gefallen. Ich meine, ich glaube, am Video Days Tag, am Community Tag habe ich gar nichts gefilmt. In der Längs Arena habe ich ein bisschen was gefilmt, also am zweiten Tag, aber das seht ihr dann eh noch in einem anderen Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. It's like a kind of gravity. I know you're closing in on me. I will make you mine, make you mine, make you mine again. I will give it all, give it all, give it all again. Der YouTuber Alberto. Firma Alberto. Ja. Aber irgendwie, der hat ein kaputtes Ohr. Das wird abgebissen. Hey, das. Hallo Leute. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Aber jetzt kommt erst noch hier kleine Szene, wie wir hier rumfahren, weil wir sind noch nicht im Hotel angekommen. Wir wurden nämlich vorhin mit dem Auto gefahren und müssen jetzt mit dem Longboard hier erstmal das Hotel finden. Eingecheckt haben wir schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier überhaupt jemanden sieht. Auf jeden Fall für mich persönlich ist das hier gerade ein Riesenerlebnis, auf der Gamescom zu sein, auf dem Video Day zu sein, generell hier in Köln zu sein, weil es einfach für mich was Neues ist und man einfach immer wieder Leute entdeckt und sieht, die man so nicht kannte. Und das ist das, was ich halt persönlich so krass finde. Also für mich ist es einfach so viel wert, Leute jetzt auch kennenzulernen, die man an sich nur so übers Internet kennt. So. Und wir sind jetzt auch schon angekommen bei unserem Hotel. Ich muss sagen, das geht ziemlich schnell. Also man ist vom Dom eigentlich ziemlich schnell hier. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Gamescom. Eigentlich wären wir jetzt schon dort, wir haben jetzt 8 Uhr. Aber wir haben kein Taxi vor unserem Hotel gefunden. Normalerweise ist es ja üblich, dass Taxi von
vorm Hotel stehen. Das war bei uns leider nicht so, auch wenn es ein 4-Sterne-Hotel ist, aber gut. So, Ampel, ich würde dich feiern, wenn du jetzt mal umschalten würdest. Scheiß drauf, gehen wir einfach, Bad Boys. So, auf jeden Fall geht es jetzt darum, wie wir am schnellsten zu Gamescom kommen. Wir gehen jetzt hier vorne, seht ihr bestimmt schon den Dom, da vorne ist die Brücke. Das heißt, wir werden das ganz schnell dann in ein Taxi huschen und dann ab zur Gamescom, weil ich habe keine Lust, ultra lange anzustehen. Wir treffen uns heute noch mit Arschente, der ist nämlich heute in so einem Batman-Cosplay dort. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, auf der Gamescom wieder. Nachdem wir auf der YouTube-Bühne so ein bisschen gechillt haben, habe ich gleich gemerkt, okay, da kommen ein paar Zuschauer, die sehr viele Fotos machen möchten. Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen, sind dann, by the way, danke schön an alle, die ich getroffen habe, ihr seid wirklich super. Dann sind wir weitergegangen, ich glaube in den ersten Stock, oder war das 10-2, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann haben wir dem lieben Jascha mal Hallo gesagt, denn er war als Batman unterwegs. Also falls ihr euch jetzt fragt, wer ist denn dieser geschminkte Typ, der immer mit euch mitläuft, das ist Jascha. Raus aus der Menschenmenge in die nächste vollgestopfte Halle. Wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, das sieht doch eh nicht so viel aus. Doch, Leute, das war schon sehr, sehr spät. Das heißt, da waren nicht mehr sehr viele Leute auf der Messe im Vergleich zu morgens. Also es war voll, man hat sich aneinander klammern müssen, weil es wirklich so total voll war. Aber dann habe ich was Schönes erfahren, und zwar, dass World of Warcraft das neue Add-on auf der Gamescom 2015 vorstellt. Als Zocker, der WoW über alles liebt, ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, einmal einen Add-on-Release live zu sehen. Das haben wir auch gesehen und das zeige ich euch jetzt. Oh,
Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon vom ganzen Gamescom-Vlog. Ich habe da auch gar keinen Abschluss mehr gefilmt, weil Leute, ich habe das mehr als genossen für mich. Und das war so toll und ja, ich sehe gerade also am Community Day, also morgen der Vlog, da habe ich kaum was gefilmt. Das heißt, ich werde da einfach noch ein Statement-Video von mir dazu machen, natürlich ein Vlog, wie ich die Videodays empfand. Und vor allem den Community Day, weil da gibt es ja einiges drüber zu erzählen. Und dann am nächsten Tag eben noch die Show. Es waren ja die Tage aneinandergereiht und ich weiß gar nicht, ob ich noch Videomaterial von Sonntag habe. Ich glaube schon. Also lasst euch einfach mal überraschen, Leute. Bis morgen. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da.